Hallo, mein Name ist Camero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Heute am letzten Spieltag, am 34. Spieltag der Bundesliga. Und wir sind immer noch auf Kurs, die Meisterschaft zu kriegen. Wir sehen es hier anhand der Tabelle. Erster Dortmund mit 77 Punkten, zweiter Bayern mit 77 Punkten. Also punktgleich die Bayern und wir. Und ja, wir haben leichte Vorteile. Wir sind 4 Tore vorne in der Tordifferenz. Und spielen heute gegen Braunschweig, gegen den 17. der Liga. Mit 26 Punkten sind sie auf Abstiegskurs, leider. Und tja, es tut mir leid für die Braunschweiger, aber wir müssen heute leider gewinnen. Die Bayern, ich gehe mal davon aus, dass die jetzt jedes Spiel gewinnen werden, beziehungsweise auch das letzte Spiel gewinnen. Dementsprechend haben sie 80 Punkte. Wir müssen auf jeden Fall auch 80 Punkte haben, damit wir deutscher Meister werden können. Und die Ausgangslage ist natürlich mehr als perfekt für uns, gegen den 17. am letzten Spieltag zu spielen und dann ja vorentscheidend für die Meisterschaft loszulegen. Das ist schon ein enormer Vorteil, den wir da haben. Und wir müssen einfach nur unser Spiel durchziehen. Wir müssen unser Spiel machen und dann sind wir deutscher Meister. So sieht's nämlich aus. Also, wir gucken nochmal ganz kurz auf die Mannschaft. Wir haben die erste Mannschaft am Start. Wir können auch gerne mit der ersten Mannschaft spielen. Im Kalender ist soweit nichts anderes vermerkt. In diesem Monat spielen wir gar nicht mehr. Im Juni haben wir noch das Spiel gegen Hoffenheim und dann gegen Barcelona in der Champions League. Also DFB-Pokalfinale und Champions League-Finale stehen auch noch an. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal die deutsche Meisterschaft irgendwie durchkriegen. Und ich hoffe mal, dass wir das heute auf jeden Fall packen werden. Aber wie gesagt, die Chancen stehen auf jeden Fall mehr als ausgezeichnet. Und ich würde sagen, wir spielen zu Hause gegen Braunschweig. Also zu Hause können wir die deutsche Meisterschaft klar machen. Und das machen wir vielleicht jetzt. Oh, ich habe gerade mal geguckt. Ihr seht es hier. Nürnberg gegen Bayern. Also auch die Bayern haben einen leichteren Gegner. Ich glaube sogar der 18., wenn mich nicht alles täuscht. Also wir spielen gegen den 17. und die Bayern gegen den 18. Eieiei. Also wird es vielleicht doch nicht so einfach wie gedacht. Das ist ja, das ist bitter. Das ist bitter, aber naja, wir müssen mal gucken. Wir haben jetzt 4 Tore Vorsprung vor den Bayern. Ich glaube, selbst wenn die Bayern richtig, richtig hart loslegen, es wird, glaube ich, dennoch eine gute Chance geben, dass wir weiterkommen. Wir müssen aber nur gewinnen, also von daher gucken wir mal. Herzlich willkommen in Dortmund, herzlich willkommen im Signal Iduna Park zum letzten Spieltag der Bundesliga und eventuell zur Meisterschaft von Borussia Dortmund. Wir spielen heute gegen den 17. Braunschweig. Auf den anderen Plätzen spielen die Bayern gegen Nürnberg, gegen den 18. Also Fernduell hier in der Meisterschaft. Fernduell in der Bundesliga. Wer wird deutscher Meister? Und ich denke mal trotzdem, dass wir aufgrund der Tordifferenz immer noch die besten Chancen haben, hier was zu reißen und immer noch die besten Chancen haben, hier durchzukommen. Aber es wird trotzdem sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Wir gucken uns mal ganz kurz an die treffsichersten Vereine. Ja, aufgrund unserer guten Offensive mit 82 Toren sind wir überhaupt in Reichweite zur Meisterschaft. Man darf es gar nicht glauben. Also Gegentore haben wir schon einige kassiert tatsächlich. Tore haben wir dafür umso mehr gemacht. Also von daher ist das schon alles in Ordnung. Aber die bessere Abwehr hatte anscheinend der FC Bayern München. Also wir gucken unsere Startelf an mit Timo Horn im Tor. Guerrero links, Mustafi, Süle, Klostermann, Gündogan, Weigel, Jalanoglu, Reus, Dembele und Aubameyang. Das wird unser Team sein, mit dem wir um die Meisterschaft kämpfen werden heute. Gegen Braunschweig. Braunschweig kämpft noch. Braunschweig will noch den Klassenerhalt packen, aber es wird sehr, sehr schwer. Zumindest die Relegation erreichen, sagen wir es mal so. Aber es wird, glaube ich, schwer. RB Leipzig hat sich da schon ziemlich gefestigt. Ich glaube, die unterscheiden sich mit 2 Punkten. Ja, ob das was wird, das ist, naja. Also hier ist die Startelf von Braunschweig mit Langer, Reichel, Dekali, Correa, Ofosu, Aye, Hochscheid, Moll, Matuschik und die anderen habe ich jetzt verpasst. Aber es ist egal. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Das ist das große Ziel. Wir müssen unsere Leistung bringen. Und ich denke mal, wenn wir eine ordentliche Leistung bringen, dann werden wir auch gegen Braunschweig gewinnen. Das dürfte jetzt nicht so sonderlich schwer sein. Wir müssen aber auch auf die Tordifferenz achten. So ein 2-0 wäre auf jeden Fall so das Minimum, was ich mir hier erwünsche. Aber ich denke mal, das ist eigentlich auch machbar, wenn wir eine einigermaßen ordentliche Leistung abliefern. Gucken wir mal. Es regnet auf jeden Fall in Dortmund, die Stimmung ist auf jeden Fall da, ganz klare Sache, aber naja, das Wetter sagt schon mal vielleicht nicht das Beste voraus, aber warten wir erstmal ab. Das öffnet natürlich uns die Möglichkeiten, jetzt einen Konter zu setzen, über Dembele, das war ein richtig guter Ball, Ousmane Dembele,
Usman Dembélé auf Giannullo, der versucht den Schuss, aber gut gehalten von Lange, auch gut geblockt, sonst wäre es richtig gefährlich geworden. Erste große Chance für den BVB nach 10 Minuten und der nächste Angriff. Ah, Reus. Es war ein bisschen ungenau gespielt, aber das war gut gespielt. Das war gut gespielt von Dembélé. Das hat er sehr gut gemacht und der Schuss kommt nicht durch. Schade. Gute Möglichkeit. Aber weiterhin hat der BVB den Ball. Der BVB gerade im Superpressing. So, das war sehr gut. Ah, aber ungenau gespielt auf Reus. Aber der kriegt vielleicht die Flanke hin. Und nein, kriegt er nicht. Aber weiterhin der BVB. Giannullo. Und gut geklärt von Braunschweig. Also die werfen sich wirklich in jeden Ball. Die versuchen wirklich alles irgendwie zu kontrollieren. Ob sie es schaffen, weiß ich nicht. Dembélé macht das ganz. Usman Dembélé mit dem 1:0. In der 25. Minute. Das ist es. Das ist vielleicht das Tor zur Meisterschaft. Ein richtig guter Ball von Giannullo auf Dembélé. Der hat sich super freigelaufen da. Und Stibitzkin war am Torwart vorbei, 1:0 für unsere Borussen. Und damit der erste Schritt vielleicht zur Meisterschaft. Das wär's ja. Braunschweig hat gekämpft. Braunschweig hat alles dafür getan, um irgendwie einigermaßen sicher hinten zu sein. Werfen sich in jeden Schuss, werfen sich in jeden Ball. Ich meine, die haben auch was zu verlieren. Und kämpfen können sie natürlich. Auch wenn sie vielleicht technisch nicht so stark sind wie die Borussen. Und jetzt der nächste Angriff. Über Gündogan. Gündogan rüber auf Aubameyang und der nächste Schuss und Langer. Stark gehalten von Langer. Und guter Angriff wieder von Borussia Dortmund. Jetzt kommt aber die Ecke in der 30. Minute. Dembélé. Dembélé mit der Ecke, aber die ist zu nah vors Tor gezogen. Langer hat da überhaupt keine Probleme, schnappt sich den Ball. Und weiter Borussia Dortmund. Giannullo. Sehr schön gemacht. Aubameyang. Ah. Und da geht er voll rein. Ich denke, das muss auf jeden Fall eine Karte geben für Aubameyang. Ganz klare Sache. Gelb. Ja, gelb gibt's auch für Aubameyang. Er geht da voll rein. Da geht er voll rein von hinten. Hätte sich auch gar nicht beschweren brauchen, wenn es da eine rote Karte gegeben hätte. Ja, ja. Voll umgesenzt. Ja, das würde nicht hilfreich sein, wenn er hier eine rote kassiert. Correa gegen Weigel. Weigel, er kämpft sich den Ball, wird aber gefoult. Ah. Kann man jetzt nicht als faul gelten lassen, würde ich fast sagen. Da ist Correa hingefallen und hat dann direkt Weigel mitgenommen. Und das war ein guter Ball. Gündogan kann es jetzt machen, macht er nicht. Ja, gute Möglichkeit für Borussia Dortmund wieder an der Stelle, kurz vor der Halbzeit. Also wir haben keine Probleme hier oder kaum Probleme hier gegen Braunschweig. Braunschweig kämpft sehr viel, Braunschweig arbeitet sehr viel. Aber wir sind dennoch deutlich stärker. Aber wir machen die Tore nicht. Das war sehr stark. Dembélé jetzt mit dem Schuss, aber wieder gut gehalten von Langer. Und das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. Wir führen hier 1:0. Ja, zumindest so, dass das Minimum haben wir jetzt erreicht. Ganz klare Sache. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, was die Bayern machen. Führen die Bayern mit 4:0, dann wird es richtig übel. Und wo sind die Bayern? Die Bayern führen auch 1:0. Also alles noch im Rahmen, alles noch in Ordnung. Wir können unser Spiel weiter durchziehen. Bisher sieht es ganz gut aus hier im Fernduell gegen die Bayern. Jetzt geht's los über Dembélé. Oh, das war ein richtig starker Ball auf Aubameyang. Oh. Schlecht, aber Gündogan! Mit dem 2:0. Mann, die Flanke war nicht so pralle von Aubameyang. Da kam der Ball überhaupt nicht an, aber der Abpraller ging direkt zu Gündogan. Der haut einfach mal drauf, ab ins rechte Eck. 2:0 für den BVB. Und damit dürfte es doch sicher sein. Je nachdem, was die Bayern im anderen Spiel machen. Aber ich glaube, von einem 1:0 zur Halbzeit werden die nicht auf ein 6:0 oder sowas kommen. Keiner will hier das Spiel verlieren. Auch Braunschweig nicht. Auch mit ihren begrenzten Mitteln versuchen sie alles, um die Dortmunder um uns aufzuhalten. Reichel. Rüber auf Boland wieder. Oh. Da sensen wir an allem vorbei. Und Timo Horn. Da muss sich Timo Horn mal wieder durchsetzen hier. Und wieder zeigen. Gute Leistung von Timo Horn. Reus, sehr stark. Und jetzt der Konter vielleicht für den BVB. Über Reus mal wieder. Sehr stark. Weigel. Wieder auf Reus.
Reus. Er nimmt hier das Zepter in die Hand. Weigel. Dembele wartet auf Cananoglu und wieder Langer. Stark gehalten. Also jetzt wird Braunschweig deutlich stärker in der Offensive. Und sehr schön von Mustafi. Aber niemand hat jetzt richtig viel Platz. Der wird auch nicht aufgehalten, aber Timo Horn ist da. Also ihr seht schon, Braunschweig will. Braunschweig will doch noch irgendwie was reißen. Irgendwie den Sieg herbeizaubern. Warum auch nicht? Ich denke mal, dass wir jetzt auch mal kurz die Anweisung machen, zu wechseln. Die Jungs sind auf jeden Fall ziemlich platt. Ich denke, Mohr kann auf jeden Fall rein. Oder nee, machen wir mal Horn rein. Statt Mohr. Reus geht raus, dafür Brandt jetzt auf die linke Seite. Und Weigel geht auch raus, dafür kommt jetzt Dahoud. Dahoud werden wir als ZM machen und Gündogan als ZDM. So. 10 Minuten hat Braunschweig hier vielleicht noch was zu reißen. Und vielleicht die Meisterschaftsträume der Borussia irgendwie ja, kaputt zu machen. Aber ich glaube, im Moment sieht es sehr gut aus für die Borussia. Wir können jetzt deutscher Meister sein. Wir können jetzt alles hier vergolden und versilbern. Gut gespielt von Baffo und Hochscheid. Hochscheid rüber auf Niemann. Niemann gegen Süle. Süle setzt sich nicht durch. Jetzt kommt Klostermann zu Hilfe. Ja, niemand, da muss er sich irgendwann mal vom Ball trainieren. Ja, aber nicht so. So wird das doch nichts. Und der nächste Angriff für die Borussia über Reus. Reus macht ein ziemlich starkes Spiel und das ist ein Foul. Und jetzt kommen, glaube ich, auch erst die Einwechslungen. Gelbe Karte für den Braunschweiger. Für Ofosu-Aye. Und jetzt sind unsere neuen Jungs drin. Ich glaube, das hilft nicht mehr besonders viel, aber egal. Dann haben die auch schon mal wieder gespielt. Ist doch alles in Ordnung. Brandt, sehr schön auf Guerrero. Guerrero setzt sich sogar durch. Guerrero jetzt mit der Flanke. Die Flanke kommt. Dembele macht das 3:0 und damit ist alles sicher. Usman Dembele 3:0. Richtig gute Flanke von Guerrero auf Dembele. Und da ist das Ding drin. Keine Chance für den Keeper. Das ging auch alles zu schnell. 3:0. Und damit ist das definitiv die Meisterschaft. Da lege ich mich fest, da müssten die Bayern 7:0 gegen Nürnberg gewinnen. Da glaube ich nicht dran. Ein 3:0, 4:0 oder sonst was. Daran kann ich glauben. Aber ein 7:0, das ist eher unwahrscheinlich. Besonders wenn es zur Halbzeit 1:0 stand. Tja, und so kann man auch eine ja, etwas schwierigere Saison positiv beenden für die Borussia. Ich denke mal, dass wir absolut verdient hier auch Meister geworden sind. Ich weiß nicht, keiner freut sich. Es freut sich keiner. Es freut sich keiner. Und irgendwie habe ich jetzt die Meisterschaft geskippt oder was? Ich weiß es gerade nicht. Habe ich die Meisterschaft geskippt? Das wäre es ja. Also die Bayern haben 3:1 gewonnen. Wir sind Meister. Wir sind Meister. Gibt es keine... Oh, ich glaube, ich habe die Meisterschaft geskippt. Wie wir die Meisterschale hochhalten. Nee, das wär's doch. Naja, egal. Also, wir sind auf jeden Fall deutscher Meister. Da lege ich mich mal ganz, ganz hart fest. Ligaziel erreicht. Sehr gut. Also, deutscher Meister wird nur der BVB und ist nur der BVB. Sehr schöne Leistung, sehr gute Leistung von unseren Jungs. Ich glaube, ich habe tatsächlich die Meisterfeier geskippt, ne? Die Jungs sollen auch gar nicht so viel feiern, die sollen gar nicht so viel feiern, die sollen sich auf die weiteren Pokal- und Wettbewerbe und so weiter konzentrieren. Deswegen habe ich das gemacht, ne? Nicht, dass sie sich zu sehr freuen und dann besoffen gegen Hoffenheim im Pokal spielen und da verlieren. Oder gegen Barcelona oder so. Daran, also das habe ich bewusst gemacht. Legen wir uns mal darauf fest, so. Also, wir trainieren nochmal ganz kurz. Carrasco hat sich jetzt auf die 88 tatsächlich gepusht, das ist sehr schön. Süle steht kurz vor der weiteren... Ja, Steigerung, Christensen auch. Ich denke mal, dass wir die Jungs einfach drin lassen. Carrasco werden wir vielleicht austauschen zum nächsten Mal. Und dann sind wir auch schon wieder gut vorbereitet. 2 Tage sind noch da. Okay, Jugendspieler löst Vertrag auf. Den wollte ich sowieso nicht mehr haben. Folgende Verträge laufen aus. Roman Weidenfeller, ja, so langsam wird er ein bisschen zu alt. Wir haben einen ziemlich, ziemlich guten Ersatzkeeper. Das passt schon, wenn wir jetzt den Vertrag auslaufen lassen. Pressekonferenz, wir werden nochmal... Tja, die Pressekonferenz ausrufen. Wir werden uns jetzt einfach mal loben. Wir haben die Meisterschaft erreicht. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Hischek möchte wechseln. Tja,
da müssen wir leider auch mit Vorlieb nehmen. Und ich guck mal ganz kurz, wie alt Weidenfeller ist. Ich glaube, denn 38 ist er. 38. Ich denke mal, da können wir den Vertrag jetzt auch auslaufen lassen. Da kann er seine Karriere beenden. Dann hätte er sie auch hier bei uns beendet. Das wäre doch ganz schön. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was wir hier noch so machen können. Süle hat sich sogar schon gepusht, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Das ist sehr gut. Dann können wir die anderen machen. Riedewald zum Beispiel, den auf die 83 kriegen. Das wäre auch ziemlich cool. So. Defensive 1 gegen 2. Komm, machen wir Defensive 1 gegen 2. Wird das schon hinkriegen. So, Carrasco, was machen wir mit dir, mein guter Freund? Weiß nicht, Brand. Brand könnten wir noch machen. Weigel könnten wir machen. Dahut können wir noch machen. Dahut. Mal gucken, was wir da so Schönes hinkriegen. El Rondo, Übersicht 80 hat er. Das ist nicht ganz so doll. Chancenerarbeitung. Ja, Chancenerarbeitung können wir eigentlich machen. So, dann trainieren wir mal und gucken mal, was die Jungs noch vor dem Pokalfinale so alles Schönes hinkriegen. Ja, keiner hat sich wirklich verbessert. Christensen hat sich ein bisschen verbessert. Horn ist kurz vor der 72. Das ist auch sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf den Teambericht. Ich habe jetzt eine lange Zeit nicht auf den Teambericht geschaut. Das werden wir dann zusammen machen nach dem Barcelona-Spiel. Das wird bestimmt auch nochmal sehr, sehr interessant, wie sich die ganzen Jungs, wie sich die ganzen Leute entwickelt haben. Ich glaube, da gibt es so einige Überraschungen. Also, wir haben richtig, richtig gut gearbeitet und richtig, richtig gut trainiert. Also, wenn ich mir so manche anschaue, das ist schon eine super Entwicklung. Mustafi hat sich gut entwickelt, Süle hat sich gut entwickelt, Horn, Guerrero, Klostermann, aber auch die ganzen Jugendspieler. Sebastian Horn, 7 plus dazugekriegt. Beaumont, 10 plus dazugekriegt. Riedewald hat sich nicht ganz so entwickelt. Dahut hat sich auch super entwickelt. Also das ist echt schon eine gute Leistung von uns gewesen und ich würde sagen, die gute Leistung hoffen wir auch mal im DFB-Pokalfinale zu erreichen. Wir spielen gegen Hoffenheim, allerdings wahrscheinlich mit der zweiten Mannschaft. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Kalender, ja, wahrscheinlich eher mit der zweiten Mannschaft, damit wir gegen Barcelona voll besetzt mit unserer ersten Mannschaft auflaufen können. Oh, das ist auch so komisch gelegt, ne? Es gab jetzt irgendwie anderthalb Wochen gar nichts und jetzt zwei Spiele aufeinander. Das ist irgendwie ganz komisch gelegt. Irgendwie hätte man auch besser machen können. Aber egal, scheiß drauf. Wir werden es hinkriegen. Diese Folge ist auf jeden Fall erstmal beendet. Die nächste Folge, DFB-Pokalfinale, wird auch nochmal sehr interessant. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im DFB-Pokal. Und danach geht es auch schon ja, in die Champions League. Champions League-Finale und DFB-Pokal in den nächsten Folgen. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Also, bis die Tage. Macht es gut. Ciao. Fuck all that shit, just let me go.